Hallöchen, hallo, ihr lieben Menschen da draußen an den Bildschirmen. Willkommen bei einer weiteren Folge von Newcomer TV, dem Magazin, eine Plattform für Newcomer-Bands. Bands, die keiner kennt, aber die so geil sind und im Underground drauf warten, dass ihr sie endlich wahrnehmt. Und wir bringen sie direkt zu euch nach Hause. Und jetzt gehen wir zurück zur 7. Newcomer TV-Nacht, die im Oktober in der Portstraße Jugend und Kultur am Fuße des Taunus stattgefunden hat. Und ich möchte euch gleich die erste von 4 Bands vorstellen, nämlich Circles, eine Band, die im weitesten Sinne Psychedelik, Elektronik und Art Pop macht und aus Frankfurt kommt und uns unglaublich verzaubert haben. Deswegen jetzt Aufmerksamkeit von euch und viel Spaß mit Circles. Spät-68er und so, und für uns war Psychedelik Pink Floyd und sowas, also viel gekippt, viel LSD genommen und so. Wie ist es bei euch mit den natürlichen und psychedelischen Substanzen, die ihr zu euch nehmt, wenn ihr Musik macht? Also wir sind 2 Stockwerke tief unter der Erde, im Keller, und ich glaube, der schimmlige Geruch da ist schon relativ psychedelisch. Also diese Wandpilze. Die Wandpilze, ja, also sind eigentlich... Thank you.
Tone euch beeinflusst? Hat euch das total ausgenockt und konntet ihr da überhaupt nicht mehr proben und jetzt kommt es langsam wieder, kommt ihr aus dem Keller wieder, habt euren Turbus gepackt und so und legt wieder los oder wie war das für euch? Nee, es ging jetzt kitschig, aber bei uns hat es einen ziemlich gegenteiligen Effekt gehabt, weil wir hatten es immer so ein bisschen mit der Disziplin, also viele Ideen, viele 20-minütige Jams, die aber dann irgendwie zu Songs wurden. Und wir haben uns jetzt während der Pandemie eigentlich so ziemlich zusammengerafft. Also die ganzen Sachen, die wir jetzt heute auch spielen werden, sind eigentlich so ein Produkt aus dieser Zeit. Okay. Ja, also für uns war es eigentlich zwar auch irgendwie eine tragische, traurige Zeit wie für alle anderen, aber musikalisch eine ziemlich produktive Zeit Was soll ich sagen? Ich bin immer noch verzaubert und ein bisschen, sage ich jetzt mal, psychedelisiert von den Klängen dieser fantastischen Band Circles aus Frankfurt und möchte euch gleich weiter mitnehmen zu einer weiteren Band, Longhair Discharge, Stoner Alternative Rock aus Frankfurt, Mannheim und Bad Kreuznach, also ein sogenanntes Bermuda-Dreieck, wo manchmal auch die Musiker irgendwie lange brauchen, bis sie irgendwo von A nach B kommen. Aber sie haben den Weg gefunden zur 7. Newcomer-TV-Nacht nach Oberursel. Und jetzt möchte ich euch das Konzert, einen Ausschnitt dieses Konzertes, darbieten. Ein Riesenapplaus von euch für Longhair Discharge. We'll be right back.
Wir sind ja alle, in uns steckt ja alle ein Künstler oder eine Künstlerin. Natürlich. Und da will man natürlich auch möglichst viel formulieren. Ihr seid mit dem aktuellen Album unterwegs. Thematisch, du bist derjenige, der immer unter dem Regenschirm, unter dem Dach sitzt als einsamer Poet und schreibst die Texte. Worum geht es in deinen Texten? In den Texten geht es grob einfach um die Dinge, die mich irgendwie auch bewegen, sage ich mal. Und das ist, ich sag mal, thematisch jetzt, was das neue Album betrifft, Where the Trip Goes, so heißt das Album. Flüchtlingskrise ist ein Thema, das mich bewegt und wahrscheinlich auch viele Menschen da draußen. Ja. Genauso wie die Wohnungsknappheit, überteuerte Mietpreise. Es gibt eine ganze Palette von Themen und ich kann mich auch da wieder nur in dem ausdrücken oder mich da wiedergeben, wo ich mich mit beschäftige. Und das sind einfach die Dinge, die mir täglich irgendwie widerfahren, so. Next on call. Behind the right. Yeah.
Reise. Wie wichtig ist für euch Musik? Könntet ihr euch ein Leben ohne Musik vorstellen? Also ich persönlich mir nicht. Auf gar keinen Fall glaube ich, dass es irgendjemand ohne Musik ist. Also für mich ist das die Luft zum Atmen. Es hat lange gedauert, bis ich das so für mich erfahren habe, dass das so ist. Ich bin erst sehr spät zur Musik gekommen eigentlich. Also ich hatte jetzt keine Förderung von zu Hause oder so. Und aber aus heutiger Sicht, ich bin Vinyl-Junkie, ich bin in einer Band drin, ich arbeite von Zeit zu Zeit noch in einem Tonstudio und befasse mich mit ganz, ganz anderer Musik. Also ohne Musik für mich kein Leben. Ich kann euch hören, danke! Der nächste Song nennt sich Greed und befindet sich auch auf unserem tollen neuen Album Where the Trip Goes. Change. I believe it's a wrong again.
Was soll ich sagen? Also, hat mich ganz schön mitgenommen. Ich habe mir sozusagen ein paar Blasen unter meine Füße getanzt. Die Schuhe sind auch schon weg. Ich meine, es kommt selten vor. Normalerweise trage ich immer Schuhe. Aber bei dieser Band hat mich nichts mehr gehalten und ich hoffe, euch geht es genauso oder ist es genauso gegangen. Danke, dass ihr zugeschaut habt und danke, dass ihr ein reges Interesse habt an regionalen Bands und wir werden euch weiter mit den tollsten musikalischen Leckerbissen versorgen. Jetzt erstmal für heute tschüss, euer Seppel und der wunderbare Jochen an der Kamera.